lächeln. Jetzt pass auf, der Sand wird tiefer. Lass Chanel ruhig schön lang. Jetzt lass sie ganz lang, die Chanel. Lass Chanel ganz lange Zügel. Jetzt ganz lang. Und wird sie unruhig und wackelt mit dem Kopf. Perfekt. Marc, der Flirter. Mensch, stell dich hier an eine Ecke. Wenn sich das Pferd abhaut, ne, ist gefährlich. Dann piller da mal. Er muss dringend pissen, sagt er. Ich nenne es anders, aber ist das Gleiche. Ist halt ein Arztsohn. Könnt ihr alle schwimmen? Alle, die schwimmen können, bitte die Hand hoch. Kannst du schwimmen? Ja, da könnt ihr auch rein. Komm, Nadine. Reihenfolge ist jetzt egal, komm rein! Geh mal ein bisschen weiter geradeaus. Das macht sie ganz wunderbar. Weißt du, ich strecke die Gruppe anfangs immer so ein bisschen, damit kein Pferd überholt. Ja, und dann kann ich auch nach hinten gucken. Andere Vorreiter reiten gern nebeneinander oder in Vierer rein und wundern sich, warum immer Leute überholen oder Leute runterknallen. Ja, gestern war mein 500. Austritt, bei dem alle draufgeblieben sind. Fast 7000 Personen. Ja, bei 15. Danke, bei 15 Austritten sind 18 runtergeknallt. Aber von allen nur zwei am Strand. Ja, die nicht gemacht haben, was ich sage. Das ist meist nur Damelei oder wenn sich Pferde treten. Und du glaubst gar nicht, was für Pfeifen ich dabei hatte. Wenn ihr Nummern austauschen wollt, für einen Zehner gebe ich es euch jeweils. Machen wir. Erstmal hier mit dem Pferd fertig werden. Ach was, schön ruhig. Weil Winnetou ist ein idealer Kandidat so. Der Winnetou ist lieb zu allen Pferden, weißt du? Einfach ein bisschen puppeln lassen. Weißt du, wir überziehen lieber 5 oder 10 Minuten und dafür ist alles okay. Deswegen, der Strand, aber du bist aufgegangen. Der Strand ist mir zu gefährlich gewesen für die Strandbrücke. Du weißt nie, was dich erwartet jeden Tag. Deswegen wollte ich einmal die Strecke komplett abgehen. Jetzt wissen wir, was kommt. Da vorne, wo der dunkle Sand beginnt, ist ja der Schwemmsand. Ja? Deswegen habe ich erstmal richtig Anlauf genommen. Und hier vorne können sie dann ja noch ein bisschen. Also,